In dieser Meditation möchte ich dich einladen, das durchzugehen, was du heute gelernt und geübt hast, damit du es noch besser verarbeiten kannst. Am besten hörst du diese Meditation direkt nach dem Üben. Du kannst sie aber auch vor dem Schlafengehen hören, um dein Unterbewusstsein einzuladen, das Gelernte bestmöglich abzuspeichern. Du kannst die Dauer der Meditation selbst bestimmen, je nachdem, wie viel du geübt hast, wie viel Zeit du dir nehmen kannst oder ob du die Meditation zum Einschlafen hörst. Daher läuft die Musik am Ende noch ein wenig weiter und blendet langsam aus, sodass du die Meditation beenden kannst, wann es für dich richtig ist. Sorge dafür, dass du für die nächsten Minuten nicht gestört wirst und nimm eine dir angenehme Sitzposition ein. Wenn es sich für dich richtig anfühlt, kannst du dich auch hinlegen. Und nun schließe deine Augen. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und atme langsam aus. Lass deinen Körper und deinen Geist entspannen. Nimm dir nun Zeit, die Klänge, Bewegungen und Erkenntnisse von heute noch einmal an deinem inneren Auge, deinem inneren Ohr vorbeiziehen zu lassen. Vertraue dabei stets darauf, dass dein Unterbewusstsein alles ordnen wird, wie es für dich am besten ist. Wende dich zuerst den Empfindungen deines Körpers zu. Er hat soeben viel getan. Vielleicht fühlst du die Körperteile, die ganz besonders beansprucht wurden, auf eine stärkere Weise. Das Gefühl der Bewegung ist noch immer präsent. Vielleicht vollziehst du die gleichen Bewegungen sogar noch immer in der Erinnerung. Nimm dir die Zeit, dieses Echo zu betrachten. Wenn du auf dein heutiges Üben zurückschaust, was hat dich heute am meisten auf dem Weg zu deinem Ziel weitergebracht? Welche Übungen haben am besten geklappt? Fühle dich noch einmal in diesen Moment ein, vollziehe die Bewegungen im Geiste noch einmal nach und lade dein Unterbewusstsein ein, es als Idealbild für das nächste Mal abzuspeichern. Spüre, wie die Verbindung zwischen deinem Geist und den entsprechenden Körperteilen jetzt weiter wird, sodass noch mehr Energie, noch mehr Musik frei und angenehm fließen kann. Mit jedem Atemzug wird diese Verbindung stärker und sicherer. Spüre, wie dein Unterbewusstsein und dein Körper das Gelernte annehmen und für die Verarbeitung in der Nacht speichern.
Wende dich auch den Empfindungen deines Geistes zu. Vielleicht hast du heute neue Erkenntnisse gehabt. Was möchtest du auf jeden Fall behalten? Erinnere dich daran und sei sicher, dass dein Unterbewusstsein die besten Teile davon annehmen wird, sodass sie für dich präsent bleiben. Vielleicht kannst du auch fühlen, dass es irgendwo in dir einen Raum gibt, in dem eine neue Erkenntnis oder eine ganz neue Fähigkeit wachsen kann. Diesen Raum hast du durch dein Üben heute geschaffen und dein Unterbewusstsein wird diesen Fähigkeiten nun helfen, sich zu entfalten. Sie sind wie kleine Samenkörner, die du ausgesät hast. Dein Unterbewusstsein wird dir nun helfen, sie zu bewahren, damit sie wachsen und Wurzeln schlagen können. Erinnere dich nun auf deine Weise und in einer für dich richtigen Geschwindigkeit an die besten Momente deiner heutigen Übereinheit, vollziehe sie im Geiste noch einmal nach, spüre die entsprechenden Körperteile, höre die Klänge, und lade deinen Geist ein, deinen Fortschritt anzunehmen und zu bewahren, sodass er Teil deiner Persönlichkeit wird. Nimm dir nun genauso viel Zeit, wie du brauchst. Du wirst spüren, wann es für dich richtig ist, dich zu aktivieren und wieder zurück ins Hier und Jetzt zu kommen. Wenn du dich danach anderen Aufgaben widmest, sei sicher, dass dein Unterbewusstsein die ganze Zeit auf die für dich richtige Weise das Gelernte speichern und verarbeiten wird. Ob du aktiv bist oder ob du schläfst.